Fast jeden Tag ertrinken Menschen im Mittelmeer und es erreichen uns schockierende Bilder von den Grenzen der Europäischen Union. Das Dublin-Abkommen und der Königsteiner Schlüssel regeln, in welchen Ländern Flüchtlinge Asyl beantragen bzw. auf welche Bundesländer diese aufgeteilt werden dürfen. Sind diese beiden Verträge für Sie noch zeitgemäß? Und wie stehen Sie dazu, dass der Kreistag Neuwied mehrheitlich die Einrichtung eines sicheren Hafens abgelehnt hat? Das Sterben im Mittelmeer muss endlich ein Ende haben. Seenotrettung ist eine Verpflichtung und darf nicht kriminalisiert werden. Dass private Seenotretter die eigentliche Aufgabe der europäischen Staaten übernehmen, nämlich Menschenleben zu retten, das steht den Werten der Europäischen Union fundamental gegenüber. Wir wollen deswegen eine europäische Asylagentur schaffen, die legale und sichere Wege nach Europa schafft und die Migration in die Europäische Union zentral steuert. Das Dublin-Abkommen ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen es auf Bundesebene einheitlich regeln, dass Kommunen, die dazu bereit sind, mehr Geflüchtete aufnehmen dürfen. Dann macht auch die Errichtung eines sicheren Hafens Sinn. Wir Freien Demokraten fordern, dass Asylanträge auch in EU-Mitgliedstaaten an deren Botschaften im Ausland gestellt werden können. Menschen müssen sicher nach Europa reisen können. Es kann nicht sein, dass sie sich auf abenteuerliche, lebensgefährliche Reisen in Booten oder eben auch in die Hände von Menschenhändlern begeben. Weiterhin fordern wir aber auch eine dringende Weiterentwicklung der Dublin-Abkommen. Es muss zum Beispiel eine 8-jährige Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten für den Schutzsuchenden geben. Des Weiteren müssen wir aber versuchen, auf EU-Ebene Mindeststandards für alle Länder zu generieren, damit es keine Sekundärimmigration gibt. Menschen, die auf der Welt verfolgt werden, denen müssen wir hier in Deutschland und Europa Schutz bieten, solange sie verfolgt werden. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir dieses Problem nicht in Deutschland, sondern in Europa lösen müssen. Wer politisch verfolgt ist oder vor Krieg flüchtet, soll in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften auch Zuflucht finden. Das ist völlig unbestritten. Das Sterben auf dem Mittelmeer hängt aber damit zusammen, dass die Europäische Union die Schlepperkriminalität nicht bekämpft, sondern begünstigt. Teil des Problems sind auch die sogenannten privaten Seenotretter, denn sie nehmen Menschen auf dem Mittelmeer auf und bringen sie in die Europäische Union. Das wissen eben auch die Migranten. Sie wissen, werden sie auf dem Mittelmeer aufgenommen, kommen sie in die Europäische Union und das hält die Schlepperei am Leben. Wir müssen das also beenden und Australien hat es mit der Kampagne No Way vorgemacht. Die australische Marine bzw. Küstenwache hat auf dem Ozean die Menschen aufgenommen und anschließend zurück nach Indonesien und nach Papua-Neuguinea gebracht. Das hat die Schlepperkriminalität zerstört und damit auch das Sterben auf dem Meer beendet. Obwohl Deutschland ein Einwanderungsland ist, fehlt bis heute eigentlich eine aktive Einwanderungspolitik und vor allem auch ein Einwanderungsrecht, welches den Zugangswege für Bildungs- und Arbeitsmigration wirklich schafft. Der Königsteiner Schlüssel ist veraltet. Er sollte nicht mehr das entscheidende Maß sein. Mehrere Bundesländer und über 200 Kommunen haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, mehr Geflüchtete aufzunehmen. Doch das wird von der Bundesregierung mehr oder weniger ignoriert. Und ich möchte mich für eine humanitäre Flüchtlingspolitik stark machen, bei der Bund und Länder kooperativ zusammenarbeiten und die Aufnahmebereitschaft eben nicht mehr ignoriert wird. Kommunen und Länder brauchen dort ein stärkeres Mitspracherecht und sie müssen in der Lage sein, sich über den Königsteiner Schlüssel auch hinwegzusetzen und selbstständig und frei für die Aufnahme von Geflüchteten entscheiden zu können. Die Entscheidung des Kreises Neuwied finde ich sehr bedauerlich. Es wäre ein wichtiges Signal gewesen, auch für uns hier in der Region. Der Dublin-Vertrag. Da haben bereits die europäischen Grünen ein neues Konzept vorgelegt, welches die gerechte Verteilung auf alle Mitgliedstaaten der EU sowie die Präferenz der Asylsuchenden berücksichtigt und Anreize schafft. Denn das Problem, was wir vor allem jetzt haben, abgesehen von der Fernverteilung, ist eben auch, dass es ein System ist, das auf Zwang basiert. Und wir wollen vom Zwang weg und den Migranten auch ein Mitspracherecht einräumen, wo sie denn gerne hin möchten.
Zum Thema Migration und Asyl ist ganz klar festzuhalten, dass wir hier auf europäischer Ebene noch extrem defizitär arbeiten. Es gibt kein entsprechendes Konzept über die Mitgliedstaaten der EU hinweg, wie dieses Thema bestmöglich anzugehen und zu lösen ist. Und genau aus diesem Defizit heraus resultierte das Konzept der sicheren Häfen, dass wir hier gar nicht wirklich einen gangbaren Ansatz haben, um dieses Elend besser zu verhindern und Menschenleben zu retten. Als Freie Wähler setzen wir hier einen pragmatischen Lösungsansatz. Wir müssen das Geschäftsmodell der Schlepper cutten. Hier darf kein Geld mit verdient werden, die Hoffnung von Menschen auszubeuten. Dementsprechend ist unser Vorschlag, Asylzentren schon in den Abreiseländern der Flüchtlinge zu etablieren, sprich beispielsweise in Nordafrika, und vor Ort schon den Asylantrag der Flüchtenden prüfen zu können, sodass gar nicht mehr die Notwendigkeit entsteht, sich in diese hochriskante Fluchtsituation übers Mittelmeer zu begeben. In jedem Sinne ist das ein ganz wichtiges Thema, was auch für die nächste Europawahl noch mehr als für die Bundestagswahl an großer Relevanz gewinnen wird.